didn't even get to cross. Hey Freunde, frohe Weihnachten, es ist der 24.12. Das Jahr neigt sich zum Ende hin. Ja, würde man sagen, bescheidenes Jahr für uns alle. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Das Video ist heute ein Gewinnspiel, also lasst doch ruhig mal ein Like da und ein Abo. Das ist zum Beispiel die Bedingung. Und schreibt in die Kommentare irgendein Schnulli. Ich werde random auslosen, schreibt mir irgendwas, zur aktuellen Lage etc. pp. Und für alle Neuen, ich weiß, dass knapp 80% oder 70% nicht abonniert haben, wenn ihr zuschaut, lasst ruhig ein Abo da. Ab nächstes Jahr folgt bei mir wahrscheinlich jeden Monat ab März 2 Gewinnspiele, und zwar werde ich jeden Monat 2 Gutscheine verlosen. Ich möchte damit einfach so ein bisschen den Shop unterstützen. Und ihr habt gleichzeitig noch einen Gutschein. Wir werden sehen, was die Zukunft mit sich bringt. Ob der Shop denn noch existiert oder nicht. Das werden wir mal sehen, aber ich denke mal schon. Und jetzt kommen wir erstmal zum Gewinnspiel. Ihr könnt 3 Pakete gewinnen. Also es wird 3 Gewinner geben natürlich. Eine Bedingung habe ich. Ihr müsst mich, wenn ihr gewonnen habt, auf Instagram anschreiben. Also E-Mail oder sonst irgendwas geht nicht. Nur Instagram. Instagram ist unten in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr reinschauen. Könnt ihr bei Instagram in Abo da lassen und hier auch natürlich. Und wir fangen einfach mal an. Als erstes habe ich hier ein Schlüsselband von Zündidee. Zündidee Pyrotechnik Spezialeffekte. Wer mich kennt, dürfte Zündidee kennen. Da haben wir auf jeden Fall schon mal im ersten Paket ein Schlüsselband. Wir haben von Röder den Ich bin ein Feuerwerk-Junkie, jeder Schuss ein Genuss. Also den großen Aufkleber ist da einmal dabei. Wir haben den großen Pyroland in durchsichtig transparent. Wir haben von Pyroland eine Gesichtsmaske bzw. Mund-Nasen-Schutz, also eine richtige Stoffmaske, ist verpackt, werde ich verpackt lassen. Dann haben wir noch Pyroland Sticker. Wir haben 2 Stickerbögen in schwarz, wo Pyroland drauf steht, ein wieder in transparent. Wir haben noch ein Lang von Pyrorob F3 Feuerwerksverkauf, also auch ein Sticker, ein Aufkleber. Dann haben wir noch 2 kleine schwarze, wo Pyrorob draufsteht. Wir haben einen Kugelschreiber von ABA Pyrotechnik, beziehungsweise ein Insider, ist natürlich ABA. Ne? Die Leute wissen schon, was ich meine. Wir haben einen Flyer von Hellfire Fireworks vom Verkauf vom 2020. Hinten stehen auch nochmal ein paar Preise drauf. Kann man, denke ich mal, auch mal sich mal anschauen. Dann haben wir weiter noch einen Stickerbogen von Pyroland, und zwar den von 2020, wo sehr viele verschiedene Sticker drauf sind. Wir haben von Blackbox eine Einkaufstasche, ein bisschen höher halten, von Blackbox eine Einkaufstasche aus Stoff, also wiederverwendbar. Der Druck ist, naja, ich denke mal, der wird nicht lange halten, aber wen es freut, Blackbox. Und dann kommen wir noch zu einer Sache, die ich normalerweise nicht mache. Und zwar haben wir hier die Preisliste von 2018. Also da steht alles drin von F2, F4, P1, also alle Feuerwerksarten. Normal gebe ich keine Preislisten raus, aber die Preisliste ist veraltet. Sie ist von 2018 und die Preise sind natürlich nicht mehr gültig. Aber ich denke mal, für euch trotzdem interessant, mal zum Durchschauen, zum Nachstöbern. So, das war das erste Paket oder der erste Gewinner. Der zweite Gewinner geht gleich weiter. Und zwar haben wir beim zweiten Gewinner ein Schlüsselband von X-Cloud. Fireworks natürlich. Ne? Ein Schlüsselbändle. Dann haben wir den großen schwarzen von Pyroland, den Aufkleber. Wir haben wieder einen transparenten, wo ganz viele kleine drauf sind. Wir haben dann wieder 2 schwarze von Pyroland. Diesmal haben wir noch 3 graue, wo Pyrorob draufsteht. Ich hoffe, das kann man überhaupt so sehen in der Kamera. Wir haben ein Goldkomet von Lone Star Aufkleber. Das waren immer die in den Feuerteufeln drin sind. Oder Knisterteufeln. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Dann haben wir einen Fireworks for Fireworks Aufkleber von Röder, den großen runden. Jedes Mal ist mein Handy. Ich verstehe es nicht. Jedes Jahr, jedes Mal das gleiche. Wir haben auch hier wieder den ABA Pyrotechnik Kugelschreiber. Auch hier haben wir ein Hellfire Fireworks, ein Flyer, ne? A5 Flyer.
Wir haben auch hier diesen großen Stickerbogen von Pyroland. Dann geht's weiter. Ich weiß nicht ganz genau, was es ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Das ist von Pyrogenie. Ich hätte zuerst gesagt, ein Brillenputztuch, aber die Rückseite, da sind Noppen dran. Also ich denke mal, man kann es als Mauspad benutzen. Es ist Stoff. Und zu guter Letzt haben wir von Pyrogenie noch ein T-Shirt in der Größe M. Ja, also wer Pyrogenie kennt, vorne sieht es so aus. Ist halt dieser Smiley drauf. Ja, wie gesagt, ein T-Shirt von Pyrogenie in Größe M ist sozusagen der Hauptpreis in dem Paket. So, nächstes Paket machen wir gleich weiter. Das nächste, letzte und größte Paket sozusagen, also von der vom Wert her. Wir haben hier wieder diesen Pyroland großen schwarzen Sticker. Wir haben den Pyroland Transparenz-Sticker. Wir haben den Fridays for Fireworks, ich würde das immer andersrum sagen, ich weiß nicht warum. Der große ist auch wieder dabei. Wir haben einen großen schwarzen von Pyroland. Das hört sich auch falsch an, aber ist egal. Dann noch den von Pyrorob, K3 Feuerwerk und Verkauf. Dann haben wir nochmal dreimal die schwarzen von Pyroland, von Pyrorob, das hört sich auch schon mal so komisch an. Also wie gesagt, die drei kleinen schwarzen sind alle Sticker-Aufklärung, ne? Dann haben wir von Pyroland die beliebten Hier kannst du Lunte riechen Sticker. Ja, 6 Stück. Dann haben wir hier Fireworks First, Makes the Best Great Again von Röder. Das ist ein Aufkleber. Wir haben den großen Dumbum Aufkleber, Simply the Best. Wir haben auch hier wieder von Klasek den Verkaufsflyer. Dann haben wir auch wie bei dem anderen den Stickerbogen von Pyroland. Und hier haben wir noch drin die Preisliste von Klasek von 2019. Hier bloß F2 in der 1.4G Variante. Könnt ihr auch mal drin stöbern und schauen. Dann haben wir noch drin in dem Paket 2 Tüten. Diesmal Plastiktüten. Wir haben hier dieses Dumbum Bestseller Products von Klasek. Ja, das ist die erste Tüte. Und die zweite Tüte ist natürlich auch von Klasek, diesmal mit dem Dumbum-Logo. Ja, Dumbum, simply the best. So, und in dem Paket ist auch noch drin ein Jorge-Feuerzeug. Ja, ist halt ein Stabfeuerzeug von Jorge. Ist kein Gasbrenner, sondern nur ein normales Feuerzeug. Trotzdem sehr schön. Und dann haben wir auch in dem Paket ein Poloshirt von Klasek, und zwar von Dumbum. Vorne ist ein Stick drauf, das heißt, das kann euch gar nicht weggehen. Und hinten ist der normale Dumbum-Druck. Ne? Ist auch in Größe M. So, dazu muss ich noch sagen, das waren jetzt alle drei Gewinnspielpakete sozusagen. Das könnt ihr gewinnen. Wie gesagt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schaut bei Instagram vorbei. Und 2 Pakete werden hier verlost. Die Pakete, die hier verlost werden, ist einmal das Pyrogenie und das Dumbum T-Shirt, also die letzten 2 Pakete. Und das erste Paket, ach nee, das war's, ich verlose alle hier. Macht sich einfacher. Instagram ist nur zum Schreiben da, wisst ihr Bescheid. Also ich verlose alle hier. Braucht euch keine Gedanken machen. Ja, wie gesagt, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, quatscht mal in die Kommentare unten, damit ich überhaupt was auslosen kann. Und das Gewinnspiel läuft bis, was haben wir denn? Weihnachten ist der 24. Dies, das, Ananas. Verkaufsstart wäre am Dienstag gewesen. Wir lassen das Gewinnspiel einfach bis 31.12. laufen, damit ihr dann nächstes Jahr sozusagen als kleines Trostpflaster, Geschenk, ihr wisst ja, was momentan los ist, bekommen könnt. Also nutzt die Chance. Ja, schreibt in die Kommentare, sagt allen Bescheid, die vielleicht mitmachen wollen. Sagt Freunden Bescheid, die können für euch mit in die Kommentare springen und Like da lassen. Ist alles erlaubt, dann habt ihr mehrere Chancen. Das Einzige, was nicht erlaubt ist, ist, dass jemand mehrmals kommentiert. Das werde ich rausnehmen, löschen. Also ein Kommentar pro Account sozusagen. Und was noch wichtig ist, es tut mir leid, aber der Versand geht nur nach Deutschland. Also liebe Österreicher, liebe Schweizer, liebe Dänen, beziehungsweise Niederländer, liebe Franzosen, tut mir leid. Ich weiß, es gibt ein paar, die von euch zugucken. Ich sehe das in meiner Statistik, aber Gewinner können nur in Deutschland sein. Und
Naja, mitmachen kann jeder. Das ist kein Feuerwerk, also sozusagen ab 12, sag ich jetzt mal. Und ich wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit, eine schöne Silvesterzeit. Macht's gut und bleibt am Ball. Wir sehen uns nächstes Jahr.